meine Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video von mir. Ich bin richtig nervös, wie ihr vielleicht merkt. Und zwar werdet ihr in diesem Video erfahren, an was ich so lange gearbeitet habe. Viele haben es vielleicht mitbekommen durch Instagram, da habe ich es ein bisschen durchblitzen lassen. Ich habe nämlich ein kleines Projekt, so nenne ich es seit Wochen, mein Projekt. Und viele wissen nicht, was es ist, aber heute werdet ihr es endlich erfahren. Und zwar, ich bin ganz schüchtern, um es auszusprechen, aber ja, ich habe einen Mama-Planer designt für euch, für Mamas, für mich. Und ja, das ist mein Stück, mein gutes Stück, ich komme sogar die Tränen. Oh Gott, ihr müsst wissen, ich bin Grafikdesignerin, das heißt, also mein Beruf ist es einfach, Sachen zu designen, zu entwerfen, Druckprodukte wie auch Webprodukte, aber hauptsächlich halt Druckprodukte, habe ich in meinem Leben für andere Kunden designt und seit, ich glaube, 2 Jahren träume ich von einem eigenen Planer und ja, auch wenn es jetzt schon Ende Jänner ist, hatte ich einfach diesen Drang Ende Dezember, ich muss den jetzt machen, den Planer, und habe ihn einfach schnell umgesetzt. Also ich habe ihn natürlich ganz schnell gemacht und das ist er, mein Mama-Planer. Fangen wir mit dem Cover an. Wie ihr sehen könnt, habe ich auf dem Mama-Planer eine Mama gezeichnet mit ihren süßen Kindern. Diese Zeichnung habe ich auch selbst gezeichnet. Ich habe so eine kleine Leidenschaft für Zeichnen. Ich bin jetzt nicht so gut da drin, aber es macht mir auf jeden Fall mega Spaß und ich dachte, was passt besser als eine Mama? Natürlich eine Mama, auf einen Mama-Planer. Aber jetzt schauen wir rein. Ich zeige euch, wie er innen drinnen aufgebaut und strukturiert ist. Also, wir haben hier mal ein bisschen ein kleines Vorwort für euch oder für diejenigen, die den erwerben werden. Können sich den dann gerne durchlesen. Dann habe ich hier eine Jahresübersicht auf der linken Seite und auf der rechten Seite habe ich so Kästchen mit Monaten hingetan, wo man so die groben wichtigen Termine eintragen kann, wie zum Beispiel Geburtstag von Oma ist im März, habe ich ganz wichtig, das ist der Tag oder weiß ich nicht, irgendwelche Tage, die sich halt jedes Jahr wiederholen, die man jetzt halt einmal hier reinschreiben kann, habe ich mir halt so gedacht. Dann für die nächste Seite, also die nächste Seite habe ich quasi den Kindern gewidmet mit 2-Stunden-Pläne. Ich habe das jetzt mal so ausgelegt für eine Mama mit 2 Kindern, also 2 Schulkindern. Und dann habe ich hier unten auch noch so wieder so eine Monatsübersicht mit schulfreie Tage und den Monaten. Die kann man dann so eintragen, wie die Kinder halt so frei haben. Und auch Kindergartentermine, weil die unterscheiden sich manchmal. Also zumindest ist das bei uns so, dass die Kinder nicht immer zur selben Zeit frei haben, wie auch die schulautonomen freien Tage. Deswegen habe ich das so aufgeteilt. Dann fängt der Kalender an. Und zwar habe ich vor jeden Monat einen Monatsplaner hingestellt. Also ich kenne das von manchen Kalendern, dass die Monatsübersichten alle vorne sind, hintereinander. Und das mag ich gar nicht. Ich mag es gerne, dass der Monat wirklich immer passend zum Monat war. Also nicht immer alle davor und schon quasi passend dazu. Deswegen habe ich das so gemacht. Ich habe hier eine Monatsübersicht, wie ihr sehen könnt, mit so Kästchen, wo man Termine eintragen kann. Dann haben wir hier den nächsten Monat. Dann habe ich hier Monatsziele, also ein Kästchen für Monatsziele. Ich finde, das ist total wichtig, sich Ziele zu setzen und das habe ich letztes Jahr so ein bisschen versäumt und deswegen möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall nachholen und auch für mich selbst ist es so, ich muss mir mehr Ziele setzen. Deswegen gibt es hier einmal für jeden Monat so ein richtig grobes Monatsziel. Das kann man sich ruhig auch ein bisschen höher setzen, finde ich. Dann haben wir hier Monats-To-Dos. Ich finde, es gibt so manchmal To-Do-Sachen, die über einen größeren Zeitraum wie nur eine Woche oder nur einen Tag gehen. Und für das habe ich mir diese To-Do-Liste ausgedacht. Und dann anschließend noch was Neutrales habe ich hier Notizen, falls man sich noch irgendwelche Notizen machen möchte. Dann, wenn man umblättert, kommt man zur Wochenübersicht. Und da habe ich hier auf der linken Seite eine gesamte Woche, die von Montag bis Sonntag geht. Hier oben steht die Kalenderwoche und das Jahr. Dann auf der nächsten Seite ist ein Wochenziel, das man sich hier auch eintragen kann. Hier vielleicht etwas kleineres. So ein kleines Wochenziel einfach, was man auch schneller erreichen kann.
Ja, dann haben wir natürlich auch ganz, ganz wichtig To-Do-Listen. Also ich bin so ein richtiger To-Do-Mensch, To-Do-Listen-Mensch und deswegen brauche ich To-Do-Listen. Deswegen hier nochmal ganz wichtig eine To-Do-Liste. Dann habe ich daneben eine Haushaltsliste, so was man die Woche über erledigt haben möchte. Boden waschen, Staubsaugen, keine Ahnung, Küchenschränke ausmisten, whatever. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt euren Haushalt. Auf jeden Fall ganz wichtig, habe ich mir gedacht, Haushalt muss natürlich für eine Mama auch mit in den Planer. Und darunter wieder Notizen für sonstige Gedanken oder Termine, die man irgendwie noch eintragen möchte. Dann habe ich für jede Woche einen Essensplan. Also wirklich für jede Woche. Das zeige ich euch dann gleich. Aber gehen wir zuerst mal kurz auf den Essensplan ein. Ich habe den Essensplan so eingeteilt, dass hier immer die Wochentage stehen, Montag bis Sonntag. Und hier sind sie unterteilt in so Dreierreihen, früh, Mittag und Abend. Und das möchte ich auch auf jeden Fall umsetzen für mich, weil ich schon wirklich sehr, sehr lange das möchte. Ich möchte einen Essensplan durchsetzen, weil manchmal bin ich so verzweifelt am Vormittag, und weil ich nicht weiß, was ich kochen soll. Und ich denke mir, wenn ich das schon vorher mir eingeplant habe, dann habe ich den Stress nicht. Und es geht ja darum, sich einen stressfreien Mama-Alltag zu schaffen. Und das ist auch für mich natürlich Sinn der Sache, deswegen für euch auch. Und ich hoffe, euch gefällt das auch. Dann habe ich hier eine Einkaufsliste, finde ich, gehört dazu, zum Essensplan. Ich habe bewusst nicht einen zum Aufschneiden gewählt, weil ich das nicht mag, wenn der Planer dann so zerfetzt ausschaut. Deswegen einfach nur eine normale Essensliste. Man kann sie abfotografieren, wenn man möchte. Oder man hat den Planer mit dabei beim Einkaufen und kann die Sachen dann durchstreichen. Also jeder, wie er mag. Und auf der anderen Seite, also auf der rechten Seite, habe ich einen Lunchbox-Plan. Viele, viele, viele kennen bestimmt mein Lunchbox-Video. Das ist ziemlich gut geklickt auf YouTube und ich plane auf jeden Fall schon das zweite. Ich bin schon dran, ich verspreche es euch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ein Lunchbox-Plan gehört dazu. Weil bei uns, also bei mir ist es so, dass ich die Kinder, dass ich mich mir wirklich Gedanken mache, was gebe ich den Kindern mit zur Jause? Mit für die Schule oder für den Kindergarten zum Essen. Und ich möchte das auch immer abwechslungsreich und ausgewogen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, dass das richtig cool wäre, wenn man das Ganze schon ein bisschen vorab planen kann. Und deswegen gibt es für jeden Schultag von Montag bis Freitag so eine kleine Lunchbox, wie man sie so kennt. Und hier kann man Sachen eintragen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, am Montag gibt es ein Vollkornbrötchen mit Butter und Gurken dabei und dann gibt es noch eine Banane und Muffin. Wenn man sich solche Gedanken schon davor macht, das erleichtert einen auch das Leben. Man kann ein bisschen was vorbacken, vorkochen, vorbereiten, vorschneiden und dann hat man einfach so viel Zeit gespart und man hat dem Kind einfach eine leckere Jause mitgegeben, eine leckere Lunchbox eingepackt und ich sag's euch, die Kinder sind dann einfach zufrieden und ihr seid entspannt. Deswegen hier Lunchbox-Plan für euch. Und dann dazu hier nochmal eine kleine Einkaufsliste, die ist natürlich ein bisschen kleiner, weil man braucht ja nicht so viele Sachen. Ja, und wenn man dann umblättert, kommt dann schon wieder die nächste Woche und so geht es dann weiter. Dann nach der Woche kommt dann wieder Essensplan und Lunchboxplan und so weiter. Gehen wir mal so weiter. Und dann ist der Monat zu Ende und dann kommt schon wieder die nächste Monatsübersicht. Und das war es eigentlich schon. Das Ganze wiederholt sich jetzt quasi Woche für Woche, bis das Jahr zu Ende ist. Und wenn das Jahr dann zu Ende ist, habe ich ja ganz vergessen. Ich habe ja hinten auch noch so ein paar Notizzettel. Also ich habe jetzt hier in diesem Kalender keinen Platz für Adressen oder Telefonnummern oder Geburtstage, weil ich bin der Typ, der sowas nicht braucht. Nicht, weil ich keine Adressen mehr merken will oder so, aber ich speichere mir solche Sachen immer ins Handy. Telefonnummern von Freunden, von neuen Bekannten oder sonstigen Adressen kommen bei mir immer ins Handy rein. Deswegen habe ich das hier erspart. Und wenn wirklich jemand irgendwelche Notizen reinmachen will, hier hinten sind auf jeden Fall, ich glaube, ich habe so 5 Seiten. Hier einmal nur mit Punkten. Ich glaube 4 mit Punkte und dann so schwerblättern. Dann habe ich hier noch so Linierte. Und ja, da kann man halt was dazu schreiben, kann man auch Adressen dazu schreiben, falls das wirklich jemand braucht oder Handynummern, Notizen halt. Und das letzte Blatt hinten ist dann nochmal eine Jahresübersicht vom Jahr 2020, also vom nächsten Jahr. Und ja, der Kalender hat 252 Seiten.
Er hat ein Softcover, wie ihr vielleicht sehen könnt. Es ist natürlich rosa. Hallo, ich liebe rosa. Wir Frauen lieben rosa. Also hoffe ich mal, dass ich euren Geschmack damit getroffen habe. Ich habe halt so drauf geschaut, dass ich das gewählt habe, was mir persönlich gefällt. Und hoffe damit einfach, dass die Leute, die mir ähnlich sind, das auch gut finden. Muss natürlich nicht jedem gefallen, kann ich natürlich voll und ganz verstehen. Und er kann auch natürlich nicht jedem zusagen, das kann ich auch voll verstehen. Ja, bei mir steckt da ziemlich viel Herzblut und sehr viel Arbeit drin. Ich habe das auf jeden Fall mit sehr viel Freude gemacht. Auch ein bisschen Angst habe ich, wie es ankommt bei euch. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gepusht und es gefällt euch. Und ja, ich konnte euch eine Freude damit machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr einen haben wollt, dann schaut auf jeden Fall unbedingt in die Infobox. Dort ist auf jeden Fall der Online-Shop verlinkt und ja, ich glaube, das war's mit dem Video. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Sonst sehen wir uns dann beim nächsten Video, meine Lieben. Und ich küsse euch und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!